Herr Jäger, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir wollen Sie heute über ein Tötungsdelikt informieren, das, soweit konnte man das auch schon feststellen, sowohl in der Presse als auch in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt hat. Was war passiert? Am Mittwoch, dem 18.05.2016 gegen 22.30 Uhr, ging bei der Polizei die Information ein, dass eine leblose Person in einem Feld nahe der Ortslage Fambach gefunden wurde. Nach so einer Information ist es üblich, dass der Kadaverdienst der KPI Suhl hinausfährt, den Tatort besichtigt. Nach den ersten Feststellungen zeigte sich der Verdacht, dass hier ein Tötungsdelikt, also ein nicht natürlicher Todesfall, vorliegt, bei dem ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte. Wir haben demzufolge den Notarzt informiert, den Tatort weiträumig abgesperrt und das Kommissariat 1 der KPI Suhl, das zuständig ist für Straftaten gegen Leib und Leben, informiert. Die ersten Erhebungen am Fundort der Leiche bestätigten, einer männlichen Leiche, bestätigten den Verdacht eines Tötungsdeliktes. Und aus dem Grund haben wir sowohl Spezialkräfte des LKA als auch natürlich bei uns in der KPI als zuständige Dienststelle eine Sonderkommission gegründet. Und weil das in der Nähe eines, wenn ich mich nicht täusche, Gerstenfeldes gewesen war, haben wir diese Sonderkommission Kornfeld genannt. Als Leiter der Sonderkommission wurde Herr Kriminalrat Beetz bestimmt. Und ich kann heute schon sagen, unter seiner Führung, denke ich, eine sehr hervorragende Arbeit dann durch die KPI Suhl geleistet wurde. Und Herr Beetz, der die letzten Tage sehr wenig zum Schlaf gekommen ist, unter seiner Führungstätigkeit recht schnell, und darüber wollen wir Sie informieren, auch den Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen konnten. Ich würde aber sagen, konkret, Herr Beetz hat das alles live am intensivsten erlebt. Herr Beetz, schildern Sie den Kollegen, wie das vorgeht. Gut, auch ich begrüße Sie recht herzlich hier bei uns. Der LPI-Leiter hat ja den Eingang, den Auflauf des Sachverhaltes schon in verkürzter Form dargestellt. Wir haben also dort oben im Bereich Fambach auf diesem Kornfeld eine männliche Leiche gefunden, der von uns für diese Zwecke in die Untersuchung einzubindende Kriminaldauerdienst hat recht schnell festgestellt, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handeln könnte. Das führt natürlich zu bestimmten Ablauforganisationen innerhalb unserer Behörde, die dann angelaufen sind. Und wir haben mit Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen dort recht weiträumig die ganze Gegend abgesperrt, um uns zunächst einen entsprechenden Überblick verschaffen zu können. Insbesondere ist es ja wichtig, in so einer Situation dort an diesem Auffindeort der Leiche entsprechende Spuren zu sichern. Deswegen kam die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeiinspektion Suhl auf Anforderung dort zum Einsatz, die entsprechende Untersuchungen vorgenommen hat. Diese wurden unterstützt durch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes, die uns als Serviceeinrichtung in der Landespolizei entsprechend zur Verfügung steht. Gleichlaufend mit diesen Maßnahmen wurde natürlich eine umfangreiche Alarmierung des Personals der Kriminalpolizeiinspektion vorgenommen, sodass wir noch in der Nacht diese Sonderkommission, die bei solchen Verbrechenstatbeständen in dieser schwerwiegenden Art und Weise gebildet wird, aufrufen konnten. Neben den Spuren, die an der Leiche zu sichern waren, haben wir auch schon am nächsten Tag, am Donnerstag, den 19.05. ab 6 Uhr begonnen, im Wahrnehmbarkeitsbereich in der Ortslage Fambach mit Beamten Überprüfungen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wurde dann auch noch die Freiwillige Feuerwehr eingeschaltet, die uns bei der Ausleuchtung des Auffindeortes der männlichen Leiche entsprechend unterstützt hat. Neben den Ermittlungen war es von besonderem Interesse für uns,
um wen es sich bei dem Opfer handelt. Dies war bis dahin unbekannt. Noch in der Nacht geführte Ermittlungen zu vermissten Personen verliefen negativ, so dass auch vermisste Personen aus ganz Thüringen und den angrenzenden Bundesländern in die Überprüfung einbezogen wurden. Da nicht auszuschließen war, dass ein Kampfgeschehen stattgefunden hat, wurden die Ermittlungen auch auf Krankenhäuser der Region ausgeweitet. Die Untersuchungen des Auffindeortes der Leiche konnten am Nachmittag des 19.05. abgeschlossen und der Auffindeort sowie die umliegenden Felder mit starken Polizeikräften abgesucht werden. Dabei konnten keine weiteren Gegenstände aufgefunden werden. Einige von ihnen waren ja Zeuge dieser Aktion. Schon im Verlauf des Donnerstags, das war der 19.05., bekam die Kriminalpolizei durch einen Hinweis auf einen weißen PKW, welcher zur für uns relevanten Zeit, nämlich am Mittwochabend, in der Ortslage in Fambach gesehen worden war. Die Angaben zum Typ variierten aber und es konnten auch keine Angaben zu den Insassen gemacht werden. Am Nachmittag des 19.05. wurde in der Rechtsmedizin in Jena die Obduktion des Leichnams vorgenommen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Person an einer massiven Einwirkung durch stumpfe und scharfe Gewalt gestorben war. Insofern war die Einschätzung des Kriminaldauerdienstes am Abend des 18.05. genau richtig, dass hier ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte. Bereits am Morgen des 19.05. wurde eine Bekleidungsbeschreibung der aufgefundenen unbekannten Leiche veröffentlicht, um Hinweis zur Identität des Mannes zu erlangen. Wir wussten nicht, wer ist derjenige, der da liegt, und die Bekleidungsbeschreibung bzw. die Bekleidung, die war so signifikant, dass man davon ausgehen konnte, dass man eine mögliche Meldung über eine vermisste Person bekommen kann. Trotzdem blieb dieser Aufruf bis zum Abend des 19.05. erfolglos. Gegen 18 Uhr dieses Tages ging dann bei der Sonderkommission eine Meldung ein über einen vermissten 19-Jährigen aus Breidung, wobei es auffällige Übereinstimmungen in der mitgeteilten Bekleidungsbeschreibung gab. Vorbehaltlich der rechtsmedizinischen Untersuchung zur Feststellung der Identität konnte man dadurch aber von diesem Zeitpunkt an davon ausgehen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um diese Person handelt. Im Übrigen, am 21.05. wurde dann durch einen DNA-Abgleich die Identität bestätigt. Die am 19.05. mit hoher Wahrscheinlichkeit festgestellte Identität des Opfers eröffnete der Sonderkommission die Möglichkeit, gezielte Ermittlungen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis vornehmen zu können. Gleichzeitig konnte festgestellt werden, dass ein im Besitz des Opfers befindlicher weißer Suzuki Swift verschwunden war und die Suchmaßnahmen wurden auf diesen ausgeweitet. In diesem Kontext ist auch der massive Einsatz des Polizeihubschraubers zur Absuche des Geländes im gesamten Bereich Fambach, Breitung, Wernshausen, Hesles bis nach Schmalkalden bzw. Immelborn einzuordnen. Wir wissen, dass es verschiedene Anfragen in der Bevölkerung gab wegen dem Hubschrauber, deswegen habe ich das jetzt so dezidiert gesagt. Die konzentrierten Ermittlungen der Sonderkommission im Bekanntenkreis des Opfers erbrachten noch im Verlauf des Abends des 19.05., also des Donnerstags, Hinweise auf einen 20-Jährigen, der am Abend des 18.05. mit dem Opfer im Kontakt stand und auch in dessen PKW gesehen wurde. Es gab da noch mehr Menschen, die mit dem Opfer in Kontakt standen, aber hier war es signifikant, da er auch im PKW gesehen worden war. Der 20-Jährige ist von uns dann relativ schnell identifiziert worden.
Ermittlungen in der Nacht zum 20.05. führten nicht zur Feststellung seines Aufenthaltes. Die Ermittlungen zur Person des 20-Jährigen ergaben Hinweise, dass er nach unserer Einschätzung affektiv gewalttätig und teilweise nicht berechenbar war. Er ist polizeilich wegen Körperverletzungs-, BDM- und Verkehrsdelikten bekannt gewesen. An der gemeldeten Wohnadresse war er schon seit längerem nicht mehr aufhältig. Überprüfung anderer Adressen führten nicht zu seiner Feststellung. Da sich der gesuchte 20-jährige Mann nach den Ermittlungsergebnissen in der für uns kriminalistisch relevanten Zeit einer ärztlichen Behandlung unterziehen musste, wurde der Tatverdacht gegen ihn bestärkt. Die zusammengefassten Ermittlungsergebnisse zu dieser Spur, das ist also eine Spur von mehreren, die wir verfolgt haben, wurden am 20.05., also am Freitag, der Staatsanwaltschaft Meiningen mit der Anregung zur Beantragung eines Haftbefehls wegen des Verdachts des Totschlags vorgelegt. Ich betone das nochmal, schon am 20.05., also am Freitag früh. Dieser Haftbefehl wurde noch am Freitag durch das Amtsgericht Meiningen erlassen. Neben den weiter zu führenden Ermittlungen kam damit für die Sonderkommission eine weitere Komponente ihrer Arbeit hinzu, die Organisation und Durchführung gezielter Fahndungsmaßnahmen nach dem dringend Tatverdächtigen. Eingehende Hinweise am Abend des 20.05. ließen dies auf den Bereich der Stadt Schmalkalden konzentrieren. Sie führten aber nicht zur Festnahme des dringend Tatverdächtigen. Noch in der Nacht zum 21.05. und auch am 21.05. am frühen Morgen beginnend, wurde mit starken Kräften der Sonderkommission der Freundes- und Bekanntenkreis des dringend Tatverdächtigen überprüft und eine Vielzahl von Vernehmungen durchgeführt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich der Gesuchte vermutlich bis zum Freitag in Schmalkalden aufgehalten hat. Von da an verlor sich für uns seine Spur. Am 21.05. gegen 14 Uhr wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass er in einem Waldgebiet bei Schweina einen abgestellten Pkw Suzuki Swift mit der Farbe Weiß aufgefunden hat. Dieser Fundort wurde durch uns schnellstmöglich gesichert und die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeiinspektion Suhl zum Einsatz gebracht. Es stand logisch schnell fest, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug aus dem Besitz des Opfers handelte. Da es als Spurenträger von besonderer Bedeutung war, wurde die Untersuchung vor Ort mit höchster Gründlichkeit durchgeführt. Dabei konnten Manipulationen am Fahrzeug festgestellt werden, die zur Vernichtung dieses führen sollten. Derzeit befindet sich das Fahrzeug zur Durchführung weiterer Untersuchungen bei der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes. Am Nachmittag des 21.05.2016 konnten durch hartnäckige Vernehmungen Widersprüche bei den Aussagen einzelner Zeugen festgestellt werden und letztlich als möglicher Aufenthaltsort eine Lagerhalle in der Ortslage Schweina identifiziert werden. Vielleicht zur Erläuterung, es war so, dass wir mehrere Zeugen, die wir teilweise schon am Sonnabend früh vernommen haben, uns nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Das war für unsere Arbeit etwas erschwerend. Wir konnten es aber feststellen und haben die alle nochmal zu uns gebeten und hier nochmal vernommen. Und hier hat sich dann am Abend herausgestellt, dass letztlich als möglicher Aufenthaltsort eine Lagerhalle in der Ortslage Schweina identifiziert werden konnte, in der sich der Gesuchte aufhalten könnte. Beamte der Sonderkommission sicherten noch am 21.05. gedeckt diesen möglichen Aufenthaltsort, bis weitere Überprüfungen abgeschlossen waren. Gegen 24 Uhr konnten die Beamten mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich der Gesuchte aktuell in diesem Gewerbekomplex aufhielt. In den Medien war ja schon eine Abbildung davon. Insofern ist die
örtliche Angabe schon bekannt. Zur Unterstützung der seit vielen Stunden im Einsatz befindlichen Zogo-Beamten wurde durch mich am 22.05. gegen 0.15 Uhr das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamts zur Durchführung des Zugriffs auf die tatverdächtige Person alarmiert. Bei dem Objekt handelt es sich um ein gesichertes Objekt, in dem sich nach unseren Erkenntnissen auch Hunde, Kampfhunde, aufgehalten haben. Um 5 Uhr konnte nach Eindringen in das Objekt der dringend Tatverdächtige in einem Teil der Lagerhalle festgenommen werden. Nach entsprechender Überführung zur Kriminalpolizeiinspektion Suhl konnten an ihm Verletzungen festgestellt werden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Dies hatte aber keinen Einfluss auf seine Gewahrsams- und Vernehmungsfähigkeit. Nach entsprechender erkennungsdienstlicher Behandlung und ärztlicher Untersuchung wurde eine Vernehmung des dringend Tatverdächtigen durchgeführt. Er machte keine Angaben zur Sache. Am 23.05. wurde er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Meiningen vorgeführt. Dieser hat dann den bereits am 20.05. erlassenen Haftbefehl verkündet und der Beschuldigte wurde in die Jugendstrafanstalt nach Ichtershausen überführt. Dort befindet er sich derzeit. Das waren die Fakten, der Gang der Ermittlungen und soweit mir das nach dem derzeitigen Ermittlungsstand möglich ist, bin ich gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Bitte schön, Herr Wichmann. Können Sie was zur Motivlage dieser Tat sagen? Wir können heute noch nichts zur Motivlage sagen. Die waren bekannt. Bekannte? Ja. Oder würden Sie als Freunde bezeichnen? Ich würde sie als Bekannte bezeichnen, deswegen habe ich es so gesagt. Herr Wenzel? Hat es erledigt? Gut. Nochmal, Herr Wichmann, bitte. Haben Sie eine Tatwaffe finden können? Wir haben einen Gegenstand finden können, der als Tatwaffe in Frage kommt. Nein. Was sind das für Tatwaffen? Sie haben ja gesagt, das von Schlägen, Stichen. Also womit ist denn das auf Punkt gebracht worden? Ich habe gesagt, dass er durch Einwirkung stumpfer und scharfer Gewalt getötet wurde. Nähere Angaben möchte ich im Moment dazu nicht machen. Außerdem laufen noch die rechtsmedizinischen Untersuchungen, die uns nochmal ein genaues Abbild liefern sollen, wie das vielleicht stattgefunden hat. Sie haben gesagt, Polizei bekannt. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Er ist zurückliegend schon wegen Delikten durch die Polizei bearbeitet worden. Ja, was für Delikte? Hatte ich gesagt, Körperverletzungs-, BDM- und Verkehrsdelikte. Herr Lorenz, in der Anfangsphase hatten Sie das Alter des Opfers ja mit relativ Mittelalter angegeben, 30 bis 40. Hat das erstens nicht die Suche nach der Identität des Opfers erschwert und zweitens war ja in der Anfangsphase gesagt worden, es sei nicht auszuschließen, dass sich das Opfer diese Verletzungen auch selbst beigebracht haben könnte. Nach dem, was jetzt bekannt ist, ist das, glaube ich, etwas schwierig, weil das Opfer wohl gefesselt aufgefunden worden sein soll, zumindest was ich der Presse entnehme. Also zur Auffindesituation des Opfers möchte ich jetzt zunächst nichts bestätigen. Es sei entschuldigt. Ne? Ansonsten mit dieser Frage habe ich natürlich gerechnet, Herr Lorenz, und Sie können sich vorstellen, es ist ein Feld außerhalb einer Ortslage, es ist dunkle Nacht, ne? Die Leiche hat sicherlich nachvollziehbaren Erwägungen einen bestimmten Zustand gehabt und es ist äußerst schwierig gewesen, in dieser Situation eine treffende Alterseinschätzung vorzunehmen. Die war auch nicht so wichtig, sondern wichtig für uns war die herausgegebene Bekleidungsbeschreibung. Sie können sich erinnern, wir haben herausgegeben, er hat ein grünes Kapuzenshirt getragen, eine blaue Jogginghose und Fila-Turnschuhe, die lila waren. Also das ist doch ein Anhalt,
mit dem man tatsächlich etwas anfangen kann, wenn man davon hört und mit einer Person, die man vielleicht gesehen hat, vergleicht. Und das war auch das Hauptanliegen unsererseits, über diese Begleitungsbeschreibung Hinweise zur Identität zu bekommen. Ja. Wenigstens mal muss eine Richtung geben, was das Motiv betrifft. Sie sagen, sie kennen sich, die zwei, oder kannten sich. Muss doch irgendwie einen Auslöser gegeben haben, irgendeinen Grund, damit man das mal fassen kann. Weil es ist für so ein Außenstehender wie uns und für die Öffentlichkeit immer so schwierig zu sagen, man schlägt sich ja nicht mal einfach tot. Oder? Ja, ich kann Ihnen diesbezüglich keine Angaben machen, weil wir da nach wie vor auch keine Kenntnisse dazu haben, was genau der Auslöser für diese Handlung gewesen ist. Und er schweigt wie ein Grab. Ja. Er schweigt. Es ist im Übrigen sein Recht. Ja. Wilhelm? Gehen Sie von weiteren Tätern aus? Wir gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht von weiteren Tätern aus. Herr Wenzel noch? Der Täter hat ja offensichtlich den BKW mitgenommen, hat dann auch weitere Gegenstände an sich gebracht. Nach unserem Kenntnisstand hat er nur den PKW mitgenommen. Ob er aus dem PKW noch Gegenstände entnommen hat, kann ich jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen. Dazu führen wir noch Überprüfungen durch. Wir haben jetzt erstmal bei der Festnahme an seinem Aufenthaltsort nichts Diesbezügliches gefunden. Nach Raub sieht es eher nicht danach aus. Bitte? Nach Raub sieht es dann eher nicht aus. Nein. Sie gehen davon aus, dass das Gewaltverbrechen dort... Ja, wir gehen davon aus, dass der Auffindeort der Leiche auch der Tatort ist. Und die Zeit? Das Ganze hat sich am Mittwochabend in den frühen Abendstunden abgespielt. Ist ja an sich eine sehr ungewöhnliche Zeit, um jemanden oberhalb des Dorfes, wo jeder sieht, wo jeder hinfährt, sich dort zu treffen, um den umzubringen. Das ist ja sehr untypisch eigentlich. Sie kommen, jemand, der sich vielleicht verstecken will oder irgendwas plant. Sie kommen aus Fambach. Ja. Ja. Deswegen wissen Sie das so genau. Ich muss aber dazu sagen, es ist zwar oberhalb des Dorfes, aber wenn man dort an der Stelle steht, sieht man auch von Weiden, ob jemand kommt. Ne? Eine direkte Sicht vom Dorf ist zu dieser Stelle nicht möglich. Nicht überall, aber generell, ja. Die Hochsitze ringsum, da kann überall. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Also das ist ungewöhnlich, aber das ist jetzt für mich nichts Ungewöhnliches, weil das hatten wir schon des Öfteren. Es kommt ja immer darauf an, was war der Auslöser für die Tat, unter welchen Umständen hat die sich entwickelt. Und wie gesagt, dazu haben wir noch keine tiefergehenden Erkenntnisse, die auch geeignet wären, in die Öffentlichkeit zu gelangen. Sie sagten, wenn der junge Mann wäre offensichtlich, soweit Ihr Kenntnisstand, gewaltbereit und da schon ein ganz schönes Potenzial da, was Sie nicht mehr wissen. Man erzählt sich, dass er Äußerungen getan hat, dass er weitere solche Dinge plant, dass er gewaltbereit ist, dass er sich mit Gewaltgedanken beschäftigt. Ist das auch vielleicht auf seinem Laptop im Netz oder so über den Weg gelaufen? Also das, was Sie gehört haben, das haben auch wir gehört. Wir haben das bei uns in die Ermittlungen mit einbezogen. Eine Bestätigung dafür, außer dass es erzählt wird, haben wir noch nicht. Herr Lorenz. Sie haben ja gesagt, Sie können oder wollen momentan keine detaillierten Angaben zur Auffindesituation machen. Wenn man die Presse studiert, ist da irgendwie von relativ viel Blut die Rede. Sie haben selbst gesagt, stumpf und scharfe Gewalteinwirkung, das deutet ja, ich sag mal, wenn man weiterdenkt, so auf einen stumpfen Gegenstand wie Hammer oder auf ein Messer oder sowas hin, wenn es um scharfe Gegenstände geht, liegt das daran, dass Sie das begründen jetzt mit Täterwissen, dass Sie da noch nicht so weit genug sind, weil der Tatverdächtige schweigt oder weswegen können Sie darüber nichts sagen? Wie das fast immer so ist, Herr Lorenz, Sie haben die Erklärung schon geliefert. Ja, aber ich meine, es ist ja von öffentlich. Insofern würde der Tatverdächtige, der ist ja auch in der Lage, Zeitung zu lesen, auch wenn er inhaftiert ist oder in Gewahrsam ist, könnte sich der Tatverdächtige auch auf den Zeitungsbericht berufen. Ja, das kann er. Das kann ich nicht verhindern.
Aber das, was ich verhindern kann, ist, dass er sich auf einen Zeitungsbericht berufen kann, wo ich diese Details selbst kundgetan habe. Deswegen kann ich im Moment dazu noch nichts sagen. Tut mir leid. Sie sprachen vorhin von dem Manipulieren oder im Fahrzeug. Können Sie da vielleicht? Nein, kann ich nicht weiter ausführen. Herr Willian. Sie sagten, dass der 20-Jährige im Raum Schmalkalden sich aufgehalten hat und sich davon ausgegangen sind. Da soll er ja gesehen worden sein, auch mit einem weißen PKW auf einem Peugeot. Jetzt gehen Sie davon aus, dass er Helfer hatte, weil letzten Endes der Zugriff erfolgte ja dann im Wartburgkreis. Mhm. Also wir haben verschiedene Personen identifiziert und auch schon vernommen, die sich, nachdem die Tat geschehen war, mit ihm getroffen bzw. mit ihm zusammen waren. Wir können aber im Moment noch nicht davon sprechen, dass diese Personen ihm geholfen haben, letztendlich. Ne? Die Halle, die Lagerhalle, gibt es da Hinweise zum Betreiber? Ist das ein Freund gewesen oder hat er dort sich nur versteckt gehabt, ohne dessen Wissen vielleicht? Nein, er hat sich dort nicht versteckt ohne dessen Wissen, sondern er kannte diesen Anmieter dieses Teils der Lagerhalle und der hat ihn dort nächtigen lassen. Im Wissen, was er getan hat? Das wissen wir nicht. Wie ist er festgestellt worden? Also ich muss sagen, der Zugriff selbst ist problemlos verlaufen. Es gab weder verletzte Polizeibeamte, noch wurde der Festzunehmende bei dem Zugriff verletzt. Er hat sich auch nach meinem Kenntnisstand nicht gewehrt. Ich glaube, eine Fensterscheibe ist kaputt gegangen. Ist er da im Schlaf überrascht worden? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Dabei war ich nicht. Ja.